Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Etwas gestresst war ich gerade schon, aber alles kein Problem. Wir fahren nämlich gerade auf die Filmpremiere von Ostwind 3, Aufbruch nach Ora, nach Frankfurt. Ich bin schon total gespannt, wie es wird. Hab die ersten beiden Teile natürlich auch schon geguckt. Und deswegen ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie der Film wird. Ich nehme euch einfach so ein bisschen wieder mit auf die Filmpremiere. Es ist Montag, deswegen ist es ein bisschen stressiger, weil ich jetzt noch arbeiten war. Und ja, aber das kriegen wir schon hin. Ja, auf jeden Fall, wir liegen ganz gut in der Zeit. Und dann schauen wir mal, was uns vor Ort gleich so erwartet. Und ich sammle euch einfach ein paar Eindrücke ein. Wer ist mit wir gemeint? Ich habe heute eine Begleitung dabei, die ihr nicht so gut kennt. Ja. Die ihr noch nicht so oft gesehen habt, vielleicht, naja, was heißt, in den Holland-Videos habt ihr sie schon öfter gesehen. Ja, weil Mama hatte heute keine Zeit und die Madeleine, die ihr sonst auch öfter mal seht, die ist heute leider auch auf der Arbeit und kann nicht. Deswegen begleitet mich heute die liebe Michelle. Genau. Und ja, wir fahren jetzt erstmal und gucken, dass wir ankommen und dann zeige ich euch gleich ein bisschen was vom roten Teppich, von den Schauspielern, vom Film und gebe euch einfach mal ein paar Eindrücke und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Bis gleich! Übrigens, das ist mein Outfit. Einfach ganz schlicht. Das sind meine Sitzschuhe. Die Michelle holt gerade ihre Schuhe aus dem Kofferraum. Und ja, dann gehen wir jetzt gleich mal hoch und gucken mal, wo es ist. Chrissy ist ja schon da, die wartet auf uns. Und ja, schauen wir mal, was uns gleich erwartet. Ich bin gespannt. Also wir laufen jetzt hier mitten auf der Zeil. Die Frankfurter Zeil hier, ganz bekannt, voll die Touris. Hier, ja, ja. Weil wir auch total. Wenn du das nicht kennst. Nein, überhaupt nicht. Ist total unbekannt alles. Ja, mit den Schuhen, schnell laufen ist natürlich eine Herausforderung. Aber was tut man nicht alles, um pünktlich zu kommen? So Leute, wir sind angekommen. Es hat alles dann noch geklappt. So sieht es hier aus. Und wir haben jetzt gerade unsere Ausweise abgeholt und hier ist auch schon der rote Teppich. Hier kommen auch gleich die ganzen Schauspieler von Ostwind und dann geht es ja bald los. Wir haben nämlich hier auch schon unser Ausweis gerade abgeholt und die Chrissy haben wir auch schon getroffen, Annika haben wir auch schon gesehen und jetzt geht's gleich los. Der Bereich, wo auch die Schauspieler dann gleich von hier draußen nach da drinnen laufen, wo dann die Presse auch Fotos machen wird. Da drinnen ist es nur ein klein wenig eng, deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir uns hier draußen positionieren, wenn die Schauspieler dann gleich kommen, dass ich für euch einfach mal so ein paar Impressionen einfangen kann, weil da drinnen wird es wahrscheinlich recht schwierig werden, weil man einfach auch nichts sieht oder nicht durchkommt. Deswegen gucken wir gleich mal, ob ich euch hier ein bisschen was zeigen kann. Da ist auch übrigens die Chrissy. Auch da. Da ist meine Fahrerin, die Michelle. So süß, die Kleinen. Mami, ich freue Aber wir glauben hier
jeden Fall jetzt die Schauspieler. Wir haben sie ja gerade draußen schon ein bisschen näher gesehen. Das war, glaube ich, ganz gut. Dann habt ihr mal einen Eindruck bekommen. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle da hinten. Da. Da ist auch eben gerade die Hanna gewesen. Ja, auf jeden Fall, so sieht es hier aus. Oh, es war ein bisschen nah. Wo sind jetzt meine anderen beiden Mädels? Weg sind sie. Jetzt muss ich sie erst wieder suchen. Ah, da sind sie. Ich glaube, die holen sich jetzt erstmal Stärkung. Und dann geht es ja auch schon bald los mit Film. Und mir ist total warm. Es ist so warm draußen, es ist unglaublich. Ja, sind alle fleißig am Fotos machen. Hier ist es auch eigentlich ein recht kleines Kino. Ich war hier noch nie, obwohl ich öfter schon in Frankfurt war. Aber das Kino hier kannte ich noch gar nicht. Ja, und so sieht es auf jeden Fall hier aus. Schaut mal, direkt hier vor uns in der Reihe. Nicht ganz vor uns, aber da. Da ist die Hanna, falls ihr das sehen könnt. Da mit dem Dutt. Ja, wir haben hier den Überblick von hier hinten, ne? Ja. Perfekt. Mit meiner Brille, ich sehe jetzt hier alles. Hier ist die Chrissy. Hier bin ich. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Nicht, dass ihr mich immer nur hört, sondern auch mal seht. Ne? Also herzlich willkommen im Namen der Konstantin-Film und der Sam-Film zur Premiere hier heute in Frankfurt von Ostwind, Aufbruch nach Ora. Genau. Sehr, sehr viel Spaß und genießt es. Und fand sie mich sofort verzaubert. Und Lea von Acken. Starke Beziehung empfinde, weil sie muss einige Gedanken nur denken und sie weiß sofort, was gemeint ist und kann das umsetzen. Und verkörpert irgendwie den Spirit von diesem Film, wie es unsere Mika, Hanna Binke. Danke für die Einladung und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.